Ab 75% im Meeresangeln geht es nochmal anders wild los. Da macht es dann so richtig Bock mit den verschiedenen Montagen und den Seitenärmchen hier. Man sieht es schon im Wind flackern, so wie die Endbleimontage. Das geht dann jetzt auch mit Pilkern und mit Meeresjig. Also, ich habe noch nicht die 75%, aber aufgrund der Nutzung der Rute kann ich schon 75% im Meeresangeln verwenden. Und wenn wir hier reinschauen, ja, Endbleimontage war das letzte, was ich frei hatte. Dann kommt die Rasselbleimontage mit 70%. Die Lockstoffe für Meeresbodenmontagen kommen mit rein. Und dann ab 75% hat man dann erst die Fähigkeit der mittleren Bootsrute. Das ist ja momentan erstmal mein Ziel. 75% reicht mir dann erstmal. Aber es kommen eben auch noch bei 75% die Beifänger mit rein. Und das macht das Ganze dann richtig, richtig spannend. Dann geht es halt richtig los. Und ich hatte gestern im Livestream auch schon gesagt, Alden, das ist wie damals beim Meeresangeln. Mega, mega geil. So macht das eben auch richtig Bock. Ich werfe direkt mal wieder raus hier, so in Richtung 30 Meter ist hier gerade wieder Action. Es sind auch gerade schon wieder schön Makrelen reingegangen, Schellfisch und Co. Also da geht gerade wieder ein bisschen was. Ich lungere hier gerade am 160er rum an den Kanten. Immer so in diesen Zwischenbereichen sieht man auch immer wieder auf mittleren Höhen große Schwärme, immer wieder Populationen von Makrelen, Köhler, Schellfisch, also verschiedenste Fische, die auch immer wieder reingehen. Und da macht dann natürlich so eine Montage mit vielen Ködern richtig viel Sinn. Der ein oder andere ist schon ein bisschen mehr verschlissen, das ist aber gar nicht schlimm. Die können wir aufbrauchen bis 100%, bis die dann ganz durch sind. Und dann wird er gewechselt. Also das schadet nicht, dass die hier Verschleiß haben. Aber so kann man das aufbauen. Oder ich bin jetzt hier gerade ziemlich gelb unterwegs. Oder man wechselt das einfach, wenn man testen will, mit verschiedenen Farben. Und dann stellt man das Ganze auf verschiedene Farben ein. Und probiert dann damit erstmal aus, welche Farbe denn am besten funktioniert. Das ist ja ähnlich wie zum Beispiel beim Karpfenangeln. Wenn man da nicht weiß, was gerade gut funktioniert, nimmt man verschiedene Aromen. Und jetzt hier nehmen wir erstmal verschiedene Farben sozusagen und testen das. Gelb allerdings hat schon ganz gut funktioniert. Das war gerade schon gar nicht so schlecht. Und es geht auch ganz gut weiter. Aber trotz allem kann ich das gleich auch nochmal umbauen. Ich fahre jetzt nochmal eben ein bisschen zurück. Ich treibe gerade zu sehr in das Tiefe. So, mal eben zurück. Und genau hier in diesem Knick war das gerade gar nicht so schlecht. Rückwärtsgang. So, und dann machen wir Stopp. Und genau, nochmal Stopp, wieder ein bisschen vorfahren. Dass wir so ein bisschen mehr an der Kante sind. Wobei, da treiben wir gleich eh hin. Von daher mache ich jetzt einfach Motor direkt wieder aus. Wir treiben ja gerade eh in die Richtung. Aber wir können jetzt hier vielleicht nochmal umbauen. Das heißt, wir kombinieren hier einfach mal. Wir nehmen mal hier einen roten. Dann machen wir hier einfach, oder wir machen das mal so. So, rot-orange. Den gelben lassen wir vielleicht. Und hier unten machen wir mal eine Kombination vielleicht aus einem schwarzen. Oder wir nehmen mal einen blauen. Schwarz hatte ich schon so oft. Wir nehmen mal einen blauen und machen hier mal blau-weiß rein. So, das heißt, jetzt haben wir hier schön drei verschiedene. Und runter damit mit absinken lassen. Wir sehen auch hier wieder in den Höhen, ungefähr eben in den Höhen von 35, beziehungsweise hier oben, das ist flach, vielleicht sogar unter 10. Unter 10, 35 ungefähr, das sind die beiden Höhen. Das heißt, wir können zum einen natürlich mit kleineren Haken und kleineren Ködern im Bereich von 10 bis 15 anfangen zu pilken. Hier unten haben wir das Pilken schon stehen. Oder wir lassen es dann einfach nochmal weiter absinken. Bis auf 35, genau. Hier so jetzt in dem Fall ist ein Spot eher in Höhe von 37 und das dann wieder absinken lassen. Das Schöne ist, wir können hier natürlich den Bond, den Pilker wählen. Wir können das ganz normal aufbauen, wie man es am Anfang gelernt hat. Also das ist die Basis sozusagen und wir haben dann noch die Erweiterungsmöglichkeiten jetzt mit den Seitenarmen.
Guck mal da, eben absinken. So soll das sein. Und wir sehen dann genau, auf welchen Köder kam der Biss. Und das sollte man sich dann natürlich auch, ja, zunutze machen. Das sollte man ausnutzen, wenn man gezielt jetzt hier zum Beispiel die Makrele haben will. Gucken wir rein. Makrele, Schaumgummifisch 02 war jetzt der Biss. Und dementsprechend schauen wir dann einfach nach. 02 war jetzt der rote. Das heißt, wir könnten jetzt hier einfach alles umbauen, komplett nochmal auf rot. Wir lassen vielleicht nochmal ein. Machen wir nochmal ein, vielleicht in schwarz. So. Und können dann dementsprechend sagen, okay, wir gehen jetzt mal gezielt auf die Makrelen mit Rot-Kombination. Also wenn das hier bissig ist, wenn das funktioniert, dann hauen wir doch den roten direkt wieder raus oder bauen das gesamte Setup um auf rot. Immer wieder einen Blick hier drauf zu haben, ist halt mega praktisch. Das heißt, in der Nähe von dem Echolot hier zu stehen, ist halt super essentiell. Gerade, ja, weil wir eben sehen, wohin treiben wir gerade weg, wohin wollen wir. Und wenn wir jetzt gerade genau, ja, hier unten in diesem Eck bleiben wollen, ich will quasi gerade hier in diesem Winkel bleiben und ich treibe schon wieder nach da oben hin, ja, muss ich eben gucken, dass ich dann gleich wieder ein bisschen korrigiere. Solange hier natürlich noch was reinkommt, ist alles gut. Ich lasse immer schön absinken, so auf, ja, ich sag mal, so bis 45 Meter ungefähr runterfallen und dann ein bisschen wieder hochzuppeln, vielleicht bis 35, dann ein bisschen pilken. Wenn dann aber nichts geht und es ist auch nichts zu sehen auf dem Echolot, dann wieder zurück an einem anderen Spot und wieder probieren, rausziehen. So, komm ran hier. Ein Pollack, auch nicht schlecht. Nehmen wir auch gerne mit. Auch hier können wir direkt wieder nachschauen. Der ist jetzt auf den Bond gegangen, also auf den Pilker an sich. Das Ganze ist, wie gesagt, möglich, weil diese Route jetzt speziell, das heißt, die Poseidon Sensi hat die Fähigkeit plus 5% auf Meeresangeln. Dadurch sind wir mit dieser Route, nur mit dieser Route, bei 75%. Deswegen können wir eben diese Seitenarmmontagen nutzen. Deswegen könnten wir jetzt hier zum Beispiel auch umbauen auf Meeresjig. Wäre auch eine Möglichkeit. Das heißt, wir haben das Meeresjig. Wir bauen hier ganz normal unsere Haken drauf. Vielleicht nehmen wir hier auch nochmal den roten. Und machen dann hier eine komplette Rot-Rot-Kombi. So, machen wir das auch nochmal. Machen wir das hier so vielleicht in dem Bereich. Oder wir können auch komplett Rot-Rot gehen. So, und dann haben wir jetzt hier eine komplette Kombination aus Meeresjig. Können das so natürlich auch über den Untergrund ziehen lassen. Oder wir werfen das so einfach raus. So, jetzt mal eben gucken, wo sind wir hier gelandet. Also, ich fahre nochmal ein Stück zurück. Ich glaube aber, die Drift geht gerade wieder etwas zurück. Deswegen fahre ich jetzt nicht ganz so weit. Nochmal eben wieder ein bisschen korrigieren. So, stopp und wieder ein bisschen vor. Und stopp. Ich denke, jetzt driften wir gerade wieder ein bisschen zurück. Man sieht hier eine relativ hohe Population in diesem Bereich. Und das nutzen wir natürlich aus. 30, 40 Meter Tiefe. Also absinken lassen. Und dann gucken, dass wir da was reinkriegen. Bisher waren es hauptsächlich auch Makrelen. Absolut genial hier, wenn man eben auf Makrelen aus ist oder auf kleine Fische. Da ist das natürlich für eine gute Frequenz auch richtig gut. So, nochmal gucken, dass das schön steil runter geht. Zwischendurch mal ein bisschen pilken und da war schon der Biss. Sehr gut. Wenn man halt ein bisschen zu weit auswirft und das ist so flach, dann hat man eben die Entfernung so weit. Das wollen wir nicht. Deswegen einfach hier so flach auswerfen, zack, absinken lassen. Das ist immer direkt am besten. Eine relativ steile Schnur, damit man auch sofort die Action hat fürs Pilken. Ja, genau das hier wollen wir. Sofort Biss. Gerne auch mit den kleinen Makrelen. Nehmen wir alles mit, denn das bringt ja alles Prozente. Auch ein richtig guter Spot, das hatte ich letztens noch probiert, auch schon im Livestream gesagt. Diese ganze Area hier um das 5-Meter-Loch herum, speziell diese Kante hier, richtig, richtig gut. Also in dem Bereich 5 Meter, manchmal lässt man nur 5 Meter absinken, sofort kommt der Biss. Da sind die, die Makrelenhechte, da sind auch manchmal die Sardinen. Also die ganzen kleinen Fische in diesem Bereich hier in der Area, richtig gut.
Gerade wenn man Skillpunkte machen will für eine hohe Frequenz mit kleinen Ködern, mit kleinen Haken, geht das richtig gut. Auch speziell, wenn man vielleicht die Bootstour gerade macht und noch nicht so genau weiß, wo man hin soll oder mit dem Setup auch noch nicht so schwere Brocken rausziehen möchte, dann lohnt sich diese Stelle. Ja, im Moment bin ich hier auch wieder ganz zufrieden, das passt. Ich bleibe noch ein bisschen hier jetzt in der Area. So kann das bleiben. Ja, wie gesagt, Vorteil einfach von der Route jetzt schon 75%. Das heißt, jetzt schon die Beifänger frei. Und ich verwende jetzt mit den Beifängern sozusagen die höchstmögliche Montageart. Und dadurch geht es eben nochmal wieder schneller vorwärts mit den Prozenten. Wir fangen jetzt quasi auf der höchsten Montage jetzt weiter Fische. Und haben dadurch eben nochmal eine höhere Möglichkeit, Prozente zu bekommen. Also absolut sinnvoll, sich vielleicht am Anfang, jetzt wo diese Routen auch immer wieder zur Verfügung stehen, dass man sich quasi diese Route holt. Die kostet anfangs, ist vielleicht nicht ganz so wenig, knappe 10.000. Aber die Kohlen kommen locker wieder rein. Also man kriegt das ganz, ganz, ganz schnell wieder rein. Auch noch ein Riesenvorteil, eben das Wurfgewicht. Man kann diese Route sensationell verwenden, eben auch beim Angeln vom Ufer aus. Auch da kann man diese Montagen gut verwenden. Ich stand zuletzt nochmal am Fähnchen. Da haben wir die nächsten Prozente. Sehr schön. Am Fähnchen direkt an der Base. Dazu gab es auch schon ein Video. Ich kann das nochmal eben verlinken. Auch mit dieser Montage hier an diesem Spot immer wieder reinwerfen oder auch an diesen anderen Spots. Auch da einfach nochmal nachschauen, da gibt es verschiedene Videos schon zu den Positionen, wo man eben vom Ufer aus angeln kann. Und das passt natürlich auch gerade am Anfang, wenn man sich vielleicht das Bootsticket noch sparen will und man nebenbei so ein bisschen angeln will. Oder man hat nicht direkt eine Stunde am Stück Zeit fürs Bootsticket, dann kann man sowas eben ganz gut auch am Ufer machen. Ja, also Vorteil, diese Route ab 75%, richtig, richtig genial. Das Angeln mit den Beifängern und dann kann man da eben auch richtig schön kombinieren. Also einmal auch dicke Filets noch unten mit dranhängen an den Pilker zum Beispiel. Das kann man gut machen. Das heißt, wenn wir hier die Montage umbauen, jetzt nicht auf Meeresjig, sondern auf dem Pilker, dann kann man das machen. Oder man nimmt jetzt hier einen großen Jig. Das hatten wir gestern, hatte ich das auch im Livestream gemacht. Dann gehen da auf einmal vielleicht... So, den hatte ich dran. Da ist dann der Heringshai mit reingegangen. Also auf diesen Köder hier allerdings. Und nebenbei fängt man dann eben auch noch die etwas kleineren Fische so für die Frequenz. Also man kann das eben schön kombinieren. Zum einen einen großen Jig unten dran. Ich fahre nochmal eben ein bisschen vor. Einen großen Jig und zum anderen eben schön viele Beifänge, wenn man eben noch ein bisschen was Kleineres fangen will. So, raus damit. Petri Lümmels zieht raus die Brocken und ich animiere jetzt hier schön meine kleinen Fischis weiter. Immer so ein bisschen zuppeln, einmal so auf 15 Meter ein bisschen animieren, dann wieder ein bisschen absinken lassen. Schön weiter runter, so vielleicht in Richtung, alle 10 Meter kann man das glaube ich ganz gut machen. Dann nochmal ein bisschen rumzuppeln, wieder absinken lassen und irgendwann so auf 45 ziehe ich in der Regel wieder hoch, je nachdem, ob man eben Spot zieht oder nicht. Also, weitermachen, Prozente machen, Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Toi, 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 dass es schnell für euch vorwärts geht. Und das nächste würde ich sagen, als nächstes sehen wir uns dann mit der mittleren Bootsroute. Das wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht demnächst die 75% geschafft haben. Daumen da lassen, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags. Eigentlich zurzeit jeden Tag. 19 Uhr, Petri.